Und da hatte ich ein Thema, das ich schon an der Schulzeit mich interessiert hatte, und zwar das Mutterrecht. Also, oder Laikokratie. Ich war auf dem humanistischen Gymnasium, da haben wir also auch natürlich antike Autoren gelesen und darunter auch die merkwürdigen Berichte über Gynäkokratie, das heißt Weiberherrschaft oder Frauenherrschaft konkret übersetzt. Und irgendwie hatte ich damals auch erfahren, dass es einen Autor gibt, nicht Johann Jakob Bachofen. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt und der hat zwei dicke Bände über das Mutterrecht geschrieben. Der Ausdruck stammt von ihm. Das ist eine nicht korrekte Übersetzung des Griechischen. Und das fand ich alles spannend und ich hatte immer angefangen zu sammeln nach Beispielen von, ich sag's mal so, Weiberherrschaft in irgendwelchen Kulturen. Und das war wenig erfolgreich. Weil wenn man dort, wo die Berichte brauchbar sind, muss man feststellen, dass die Vorstellung von Frauenherrschaft eine männliche Fantasie ist. Ich könnte Ihnen da rastlos Beispiele anführen, also zum Beispiel bei den Trobriandern, da wo Malinowski auch war, am Pazifischen Ozean, ist das eine Inselgruppe, die bewohnen. Da ist es so, dass die Frauen weitgehend größere Freiheiten haben, als was wir kennen. Das Geschlechterverhältnis ist verschieden, ist also sehr zugunsten der Frauen. Jedenfalls sieht das von außen so aus. Aber ein Mann hat als Nachfolger nicht seinen Sohn, sondern den Sohn seiner Schwester. Er braucht also einen Sohn von seiner Schwester und er kann seine Schwester zwar nicht vergewaltigen, das darf er nicht, aber er kann sie zwingen, ein Kind zu machen. Und wenn man sowas hört, dann wird man doch, hat man doch Zweifel, wie weit das da mit Weiberherrschaft oder Frauenherrschaft denn was zu tun hat. Und so könnte ich Ihnen jetzt unendlich viele Gesellschaften vorführen, wo es zwar ein anderes Verhältnis des Geschlechterverhältnisses gibt als die patriarchalischen Verhältnisse bei uns, die ja immer noch herrschen oder subkutan jedenfalls herrschen, dass man jetzt mal eine Kanzlerin haben, ist wirklich eine Ausnahme. Gehen Sie mal durch die Welt und suchen Sie mal Regierungschefinnen. Sie werden nicht finden. Soweit ich weiß, gibt es noch keine einzige andere Präsidentin in der USA. Es gibt Gouverneurin, ja, aber keine Präsidentin. Und dann außerdem heißt das ja nichts, weil wenn da an der Spitze eine Frau steht, heißt das nicht, dass damit die patriarchalischen Strukturen sich geändert hätten. Also im Hochmittelalter gab es eine Reihe von Kaiserinnen, Theophano zum Beispiel. Die hat ihre Leute herangenommen bis ins Bett. Das hat sie so verpflichtet. Und wer da nicht erfüllte, flog raus. Aber das hat natürlich an dem patriarchalischen System im Ganzen gar nichts geändert. Und daraufhin, irgendwann kam mir mal dann die Einsicht, nachdem ich unendlich viele Gesellschaften und etwa 600 Seiten oder so geschrieben hatte dazu, warum das alles nicht stimmt. Es ist eine falsche Fragestellung, danach zu suchen, ob es wirklich Matriarchat oder frauenrechtliche oder mutterrechtliche Gesellschaften gab, sondern ich muss danach suchen, wann entstand diese Theorie. Aber das, noch mal ganz kurz dazwischen. Das heißt, es gab in der gesamten Geschichte Ihrer Forschung zufolge kein einziges echtes Matriarchat. Ja, es gibt Okay. kein einziges echtes Material. Es gibt Frauenherrschaft, ja. Zum Beispiel das berühmte Königreich von Teuta an der Adria in der römischen republikanischen Zeit. Und das gibt es haufenweise. Es gibt andere Geschlechterverhältnisse, also dass die Frauen sich ihre Männer selber suchen. Natürlich mit Zustimmung ihrer Väter oder Oheime, das sei dahingestellt, und abweisen können. Es gibt andere Verteilung der Arbeitsverhältnisse, wobei in aller Regel die Frauen die unangenehmere Arbeit machen müssen und herrschen Sache der Männer ist oder einzelner Frauen. Das ist auch noch ein wesentlicher Punkt. Wenn da an der Spitze eine Frau steht, ändert sich ja für die anderen überhaupt wenig. Und die werden auch beherrscht, trotzdem. Also die Verteilung von Herrschaft sind verschieden. Die Sexualität, der Umgang mit der Sexualität ist schon verschieden, aber es gibt keine wirkliche Frauenherrschaft. Okay. Tut mir leid, das ist was.
unendlicher Forschung, wobei ich zugeben muss, natürlich prähistorische Zeiten, wo dann manche die große Göttin und die große Mutter konstatieren, da frage ich mich immer, woher wissen Sie das? Wir haben keinerlei mündliche oder schriftliche Aufzeichnung von diesen Völkern vor 20, 30.000 Jahren oder wie viel, oder auch nur vor 3.000, 4.000 Jahren hier aus unserer Region. Und dann wird daraus, dass man also Venus-Statuetten, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, das sind so kleine Figuren. Moment, ich kann Ihnen eine zeigen, wenn ich sie schnell genug finde. Ja, ja. Das ist, sehen Sie sie? Die Venus von Willendorf. Sie müssen sie höher halten, dass es auch im Bild ist. So? Ja, noch ein kleines Stück. Noch? Jawohl, jetzt sehe ich sie. Oh, das ist eine eher dicklichere Frau. Ja, ja, das, manche Männer mögen das aber. Das sei kein dann, Widerspruch. Weil man nun solche Figuren, da gibt es mittlerweile, also bei meinen Forschungen damals gab es 188, jetzt sind aber noch viele mehr gefunden worden, weil die Prähistoriker ja, fleißig sind. Und daraus, dass es solche Figuren gibt, aber kaum männliche, hat man geschlossen, ja, warum bilden die Leute Frauen ab? Und nicht Männer. Und der Witz war dann, die Antwort war, weil die Frauen geherrscht haben. Mhm. Ja, nun, wenn Sie jetzt meinetwegen irgend so ein Magazin nehmen, dann werden Sie dort deutlich mehr Frauenabbildungen finden wollen als Männer. Und daraus, wenn Sie jetzt nur die Abbildung haben ohne Text, daraus zu schließen, auf Frauenherrschaft ist wohl etwas dünn. Etwas würde ich auch sagen. So ist es nun bei vielen Sachen. Jedenfalls habe ich das dann irgendwann aufgegeben, weiter zu untersuchen, habe mich der Frage zugewandt, wann kam diese Theorie auf? Antik ist sie nicht. Gynäkrokratie ist ein griechisches Wort, das gibt es, ja. Aber Mutterrecht ist ein Wort, den hat Bachofen, glaube ich, das erste Mal 1856 auf dem Altphilologentag in Stuttgart verwendet bei einem Vortrag, und dann hat er ein dickes Buch darüber geschrieben. Und das war natürlich eine Frage, und ich habe den Bachofen daraufhin durchgelesen, und er macht eine ganz abenteuerliche Konstruktion, weil er nämlich eine Entwicklung vom Stoff zum Geist, und den Stoff sah, das ist alt, schon bei Aristoteles, sah er durch die Frau repräsentiert, den Geist durch den Mann, und er sah nun durch die Befreiung der Frau, die ja im 19. Jahrhundert relativ war, ja, dieses männlich-geistige Prinzip gefährdet. Dagegen wollte er anschreiben, und deswegen wollte er in einem bestimmten 1600 Seiten oder so, die beiden Bände, wollte er zeigen, wie dass dieses weibliche Prinzip, das Mutterrecht, überwunden wird durch das geistige Prinzip des Vaters. Ah, okay, das heißt, er hat nicht im Sinne des Matriarchats geschrieben, sondern hat aktiv dagegen geschrieben. Aber war es nicht auch in der Antike schon so, dass es etliche Berichte von Amazonenvölkern gab, also auch da schon Matriarchatsgedanken? Wissen Sie, Matriarchat, das ist nun Amazon, ist was anderes. Man kann die drei Figuren, die Bachofen herausstellt für Matriarchat, nämlich wie heißt das jetzt? Ich suche nach einem anderen Wort, als was man üblicherweise sagt. Also die Geliebte, sage ich jetzt mal. Das ist die eine Figur, die zweite ist die Amazone, das dritte ist die Mutter. Und Bilder, die er damit verbindet, sind männliche Fantasien. Die Amazon ist die Frau, die sich verweigert, das kann ich auch Ihnen mit Textstellen aus den antiken Texten belegen, die sich den Männern verweigert und kämpferisch gegen sie, aber dann schließlich, so wie viele dann unterliegen im Kampfe und sich dann ihrer wahren Bestimmung, nämlich dem Manne zur Verfügung zu stehen, bekennen. Das zweite Figur ist das männliche Wunschbild von Frauen, die ihnen jederzeit und immer zur Verfügung, ohne Widerspruch, das ist sozusagen die Geliebte oder, wenn Sie so wollen, die Hetäre.
Deswegen Heterismus, ein griechisches Wort, heißt eigentlich Gefährtin oder Freundin, aber wird dann so genannt. Und das dritte ist die Mutter. Die Mutter, die soll sexuell möglichst neutral sein, keine Sexualität haben, weil sie den Wünschen des Sohnes nicht zugänglich ist, soll sie auch keinem anderen Mann gehören. Also Sie kommen bei der Analyse dieser Figuren und diese drei Figuren, die finden Sie praktisch in allen diesen Fantasien. Bachofen ist da ganz stichwortgebend gewesen, finden Sie auch, er hat das ja aus den antiken Texten destilliert, finden Sie dort. Und wenn Sie so wollen, sind das die drei Figuren, eine Angstfigur, eine Wunschfigur und eine Neutralisierung.